Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Keiner mag Klugscheißer. Das heißt niemand. Wenn mir langweilig ist, schreibe ich eine SMS an eine mir unbekannte Nummer mit dem Inhalt Leiche vergraben. Was jetzt? Alle sehen immer nur, wie betrunken ich bin. Keiner sieht, wie durstig ich war. Ich lade jetzt immer einen Veganer zu einer Party ein. Da haben alle was zu lachen und es ist billiger, als einen Clown zu engagieren. Kassenschlange in H&M. Eine Frau wirft ihrer Freundin, welche ganz vorne steht, ein Oberteil zum Mitbezahlen zu. Das, liebe Mädels, ist abseits. Es war mir eine Lehre, sie kennenzulernen. Bei der Geburt von Zwillingen soll eine Frau angeblich die Schmerzen eines Mannes bei einer Grippe nachvollziehen können. Meine Ehe ging ja bloß kaputt, weil meine Frau ein Problem mit der Anzahl der Teilnehmerinnen hatte. Oh mein Gott! Hat sich der Joghurt etwa gerade bewegt? Paranormal Activia. Schule ist wie ein Ständer. Lang und hart. Außer du bist Asiate. Wer der Meinung ist, dass meine Witze schlecht sind, der hat mich noch nie im Bett erlebt. Neben der Leiche liegen Kekse. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht. Sind sie verrückt? Das ist Beweismaterial. Menschen, die von der 50er Blitze auf 40 runterbremsen, sind auch die, die ihr Bier aus dem Kühlschrank erst 40 Minuten stehen lassen, bevor sie es trinken. Warum schreien Veganerinnen beim Orgasmus nicht? Sie beißen sich lieber die Zunge ab, als zuzugeben, dass ihnen ein Stück Fleisch so viel Freude bereitet. Sagst du deinem Mann eigentlich jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast? Ach nein, weißt du, er mag es nicht, wenn ich ihn zu oft im Büro anrufe. Wie nennt man die rechte Hand einer Blondine? Schwanzflosse. Ja, die gute alte Zeit ohne Zuwanderung, wo man noch unter sich war. Da herrschen noch Inzucht und Ordnung. Wenn du ein S wärst, dann wärst du ein scharfes S. Du siehst besser ohne Brille aus. Danke, du siehst auch besser aus, wenn ich keine Brille anhabe. Roses are red, weed is greener, I think about you when I touch my wiener. Sag mal, heißt du Chucky? Nein, warum? Weil du eine Mörderpuppe bist. Bin heute so müde, ich könnte den ganzen Tag mit dir schlafen. Wie lautet ihr Name? Herbert. Herbert? Und ihr Vorname? Herbert ist mein Vorname. Herr Herbert Bert? Sagen Sie, waren Sie ein Wunschkind? Ich stehe mit meinem Hund am Fahrkartenschalter. Ich möchte einen Sitzplatz reservieren. Einen was? Sitzplatz! Hund eskaliert völlig. Pizza verbrannt und Freundin schwanger. Das mit dem rechtzeitig rausholen muss ich nochmal üben. Was heißt Verspätung auf Chinesisch? Deutsche Bahn. Da hat die hübsche Briefträgerin aber blöd geguckt, als ich nackt an der Tür stand. Hat sich wohl gewundert, woher ich ihre Adresse wusste. Pizzadienst. Hallo? Ich? Ich bin's. Pizzadienst? Alles klar, 30 Minuten. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.